gerade auf dem Panel lange über das Selbst und die Gemeinschaftlichkeit diskutiert. Wie gehört das denn für dich als grüne Politikerin zusammen? Ja, das Selbst muss ich frei entscheiden können. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch, glaube ich, ein Traum, den jede und jeder irgendwie hat. Und auf der anderen Seite ist aber Gemeinschaft oder sagen wir besser Gesellschaft dafür verantwortlich, dass diese freie Entscheidung auch möglich wird, unabhängig von Herkunft, unabhängig von Materiellem, unabhängig davon, welche Möglichkeiten ich unmittelbar habe. Also Gesellschaft, Gemeinschaft ist auch dafür da, die Grundlagen für die Freiheit zu schaffen. Und wie könnte man dafür sorgen, dass diese Grundlagen geschaffen sind? Ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Bereiche. Also einer ist sicherlich, ist immer die soziale Frage. Also hängt es eigentlich von Erziehung ab, vom Geldbeutel der Eltern? Hängt es davon ab, welchen Bildungsstand meine Eltern haben, was ich erreichen kann? Da kann Gesellschaft selbstverständlich, da kann auch Politik eintreten. Bei der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern gilt das. Selbst wenn Frauen alles richtig gemacht haben, tolle Ergebnisse haben im Studium und so weiter, machen sie eben viel seltener Karriere. Woran liegt das? Und da tritt Gesellschaft ein. Oder auch die große Frage der Ökologie. Die Grundlagen des Lebens und der Existenz zu sichern, das ist die ökologische Frage schlechthin. Und dafür zu sorgen, ist Gesellschaft natürlich erst recht verantwortlich. Wir können nicht auf Kosten anderer und auch nicht auf Kosten der Zukunft leben. Ein Thema auf dem Panel war jetzt auch das Wir. Was ist das für dich heute? Naja, das Wir. Ich meine, da fängt es schon an, schwierig zu werden. Und deswegen, glaube ich, tun wir gut daran, wenn wir erstmal sagen, wie wollen wir eigentlich gemeinsam leben in diesem Land? Wie wollen wir gemeinsam leben in Europa? Und wie gehen wir mit den unterschiedlichen Dingen um, die wir mitbringen? Und unsere Herkunft, unser Schicksal, das, was uns wichtig ist, unsere Religion, unsere Kultur. Und in einem Land, das immer multikultureller, immer multireligiöser wird, bleibt uns gar nichts anderes übrig. Die Frage ist nur, beklagen wir das? Schotten wir uns ab, äußerlich oder innerlich? Oder leben wir dieses Gemeinsame? Und dafür würde ich gern plädieren, nicht den Leuten auf die Pelle zu rücken, sondern dieses Gemeinsame als was Positives zu betrachten, dass man tatsächlich leben kann und vielleicht auch will. Und was bedeutet jetzt die Debatte für konkrete Politikfelder? Sagen wir jetzt mal Familienpolitik, also wie könnten gute plurale Familienformen oder ja, für Patchwork-Familien beispielsweise aussehen? Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage. Also ob Gesellschaft eigentlich bereit ist, dafür zu sorgen, Lebensentscheidungen nicht nur zu respektieren, sondern im Zweifel auch zu unterstützen. Und wenn das in der Herkunftsfamilie nicht funktioniert, dann muss es so sein, dass ich trotzdem studieren kann, auch wenn ich mich mit meinen Eltern überworfen habe, warum auch immer. Und wenn es so ist, dass eine Familie auseinanderbricht, auch warum auch immer, dann muss es möglich sein, auch selbstbestimmt weiterzuleben. Und ich finde, das ist die Aufgabe von Gesellschaft. Also ganz banal gesprochen, die Unterstützung von Alleinerziehenden bleibt zentral, die Unterstützung von Studierenden bleibt zentral und die vernünftige Unterstützung und die Strukturen für die Pflege am Ende des Lebens sind genauso zentral. Also wir haben immer wieder Punkte im Leben, wo man auf Familie zurückgeworfen sein kann oder auf Freundeskreis, aber nicht sein muss und auch nicht sein darf. Wenn es funktioniert, gut, aber es muss immer klar sein, wenn nicht, dann muss die Gesellschaft dafür eintreten. Vielen Dank.